Verehrte Abgeordnete, Berlin ist nicht Weimar und wird es nicht werden. Die Gefahren von gestern sind nicht die Gefahren von heute. Wer immer nur vor der Wiederkehr des Gleichen warnt, droht eher neue Herausforderungen aus den Augen zu verlieren. Aber Erinnerung kann den Blick schärfen für neue Anfechtungen, und die gibt es gewiss. Was ich sagen will, so wenig der Demokratie am 9. November 1918 ihr Scheitern schon vorherbestimmt war, so wenig ist heute, 100 Jahre später, ihr Gelingen garantiert. Wir beobachten ein wachsendes Unbehagen an der Parteiendemokratie bis hinein in die Mitte unserer Gesellschaft. Wir erleben, wie manche die Parlamente gar nicht mehr als Orte für politische Lösungen ansehen wollen. Meine Damen und Herren, nicht alle diese Menschen sind Gegner der Demokratie, aber sie fehlen der Demokratie. Gerade die Geschichte der Weimarer Republik zeigt doch, wie sehr wir Bürgerinnen und Bürger brauchen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die sich den Mühen demokratischer Politik tatsächlich aussetzen. Aussetzen, weil sie an ihren Wert glauben. Und ich wünsche mir, dass heute an ihrem 100. Geburtstag möglichst viele Menschen in unserem Land den Wert der parlamentarischen Demokratie nicht nur nachspüren, sondern dass sie daraus die Kraft schöpfen, den Mut fassen, sich in und für diese Demokratie zu engagieren. Denn Mut braucht es auch heute, nur ihn zu haben. Das ist heute viel leichter als in der ersten Demokratie nach 1918. Nico! Ja! Janik!
Hurra!